Es gibt Neuigkeiten für die fahrenden Autos. Das System entwickeln wir aktuell weiter für ein mögliches Großstadtprojekt innerhalb der Lego-Stadt mit Hochhäusern. Und für das heutige Video habe ich jetzt einiges Neues vorbereitet. Zum einen könnt ihr hier ein neues Streckenlayout sehen, was deutlich länger ist. Dazu jetzt aber führt, dass hier am Ende der Strecke die Autos jedes Mal so eine Art U-Turn machen müssen, was aktuell noch ein bisschen komisch aussieht. Da habe ich jetzt auch einiges an Vorschlägen, wie wir das beheben können. Aber womit ich jetzt als allererstes mal starten möchte, ist ein Vorschlag aus den Kommentaren, und zwar, ob man nicht einfach die alten Straßenplatten hier drauf verwenden kann. Die Idee ist ja soweit so gut. Allerdings, wenn ich jetzt hier mal diese Platte ablöse, das ist übrigens dieser besagte U-Turn, dann könnt ihr sehen, dass auf der Rückseite, das hatte ich das letzte Mal nicht gezeigt, noch eine Führungsschiene ist. Dadurch funktioniert es jetzt natürlich nicht, dass wir einfach hier eine normale Straßenplatte oder generell eine Baseplate nehmen und die hier drauflegen, weil wir dann Probleme hätten mit diesem Kettenmechanismus. Das heißt, was ich jetzt als nächstes ausprobieren möchte oder als allererstes mal ausprobieren möchte, ist, dass das alles wieder aufgebaut wird, inklusive der Führungsschiene. Wir jetzt auf diese Konstruktion allerdings ganz normal die Straßenplatten legen und schauen, dass wir das bestmöglich auslegen mit Kurven hier und dann Kreuzungen oder sowas am Ende. Das wäre jetzt mal der erste Versuch. Das sieht natürlich auch optisch direkt gar nicht so schlecht aus. Ich meine, es sind ja die alten Lego-Straßen-Baseplates. Die haben ja schon was gehabt. Aber jetzt ist die Frage, können wir damit überhaupt fahren? Ich drehe jetzt hier mal das Ganze auf. Habe jetzt ein Auto auf den Magneten gestellt. Auf der Geraden geht das noch ganz gut. Ich habe es gerade schon mal getestet. Jetzt in der Kurve wird es aber problematisch, weil, ihr seht es da, der will deutlich länger und weiter rausfahren in der Kurve und verliert deshalb die Haftung. Das heißt, wenn wir das Ding jetzt hier nochmal ganz kurz ausdrehen, die Lösung wären jetzt natürlich auf diesem System, naja, 4 noppenbreite Autos. Wäre jetzt natürlich nichts, was ich machen würde im Dauerbetrieb, aber wir probieren es zumindest mal aus, um uns ranzutasten. Ja, und mit 4 noppenbreiten Autos funktioniert das Ganze schon deutlich zuverlässlicher, auch wenn es immer noch eng ist hier in den Kurven, aber das ist natürlich nichts, was jetzt irgendwie für so einen Lego-Stadtmock etwas ist, was auch nur ansatzweise in Frage kommt, gerade wenn man das schneller aufdreht hier, das ganze System. Naja, es hat schon was Comic-artiges. Das heißt, an sich würde es funktionieren vom Abstand her, allerdings haben wir jetzt ein Problem, und das ist einfach, dass hier in den Kurven zu wenig Platz ist, dass da 6 noppenbreite Autos fahren können. Man nähert sich aber an. Was jetzt natürlich ideal wäre, wäre, wenn es die Kombination gäbe aus breiteren Straßen und dann diesen Abstand, den man hier unten hat, zu den Noppen hin nicht. Weil aktuell ist es ja so, dass ich das Ding einfach nur auf die Noppen draufgelegt habe. Ja, und was soll ich euch sagen? Schaut mal, was ich hier vor mir habe. Das ist genau das, was wir brauchen. Die sind natürlich dabei, da das Ganze weiterzuentwickeln und sind auch drauf gekommen, dass dieser Abstand hier so dünn sein muss, wie es irgendwie machbar ist. Und das sind jetzt quasi genau angepasste Plates oder Brick Plates, wie auch immer man die Dinger jetzt betiteln möchte, mit breiteren Kurven. Allerdings muss ich auch sagen, die Optik, ich bin mir noch nicht ganz so sicher, gerade hier bei den Wendekreisen. Wir werden das jetzt mal alles einbauen. Das ist ja das, was hier außen hinkommt. Da ist noch Luft nach oben, was den Druck angeht, glaube ich, weil ich damit auch noch nicht ganz so einverstanden bin. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, ich bin diesen alten Straßenprint hier gewohnt. Das heißt, wenn ich das jetzt mal auslege, auspacke, vielleicht sieht es ja besser aus. Mal schauen. Jetzt muss ich mich aber doch korrigieren, weil ich finde, das sieht deutlich besser aus, als ich gedacht habe, wenn das hier im Gesamten ausgelegt ist. Das Einzige, was mir nicht ganz so gut gefällt, ist meinetwegen hier dieser Print vom Zebrastreifen. Der ist ein bisschen zu dünn. Ich glaube, das muss dicker sein. Aber ansonsten, das passt soweit. Die Dicke der Straßen, die braucht's. Man sieht, selbst hier ist es teilweise eng bei so einer Doppelkurve. Da, wenn er dann über die Kante drüber fährt, oder hier vorne könnt ihr das jetzt nochmal sehen. Aber das kann man ja vermeiden. Man muss ja nicht so eine Doppelkurve unbedingt einbauen in einem Layout. Macht jetzt auch nicht wirklich Sinn dann insgesamt. Das Einzige, was mir wirklich nicht gefällt, und dazu drehe ich jetzt mal aus, im Vergleich zu diesen Platten hier, da ist es natürlich die Sache, wenn wir die mal zum Vergleich hier drauflegen, dass hier doch sehr viel Platz verloren geht für die Straße. Und das ist eine Sache, die ich immer versucht habe zu vermeiden in der Lego-Stadt. Hier fehlen ja 2 Noppenreihen auf jeder Seite, plus dass hier einfach mehr Prints drauf sind. Dadurch sieht das nicht ganz so kahl aus, wie es mit diesen Dingern der Fall ist. Das spricht natürlich jetzt wieder für diese 4 Noppen-Autos. Die sehen hier drauf natürlich viel zu klein aus, aber die driften dafür hier so gut durch die Gegend. Ne, aber die würde man ja, wie gerade eben angesprochen, mit diesen Straßenplatten verwenden und nicht mit diesem Layout, wodurch dann einfach mehr Platz wäre zu bauen. Hat auch was, gerade wenn man jetzt so eine Art Manhattan-New York-Layout macht, könnte ich mir vorstellen, das hat sich jetzt tatsächlich ein bisschen abgewandelt in der letzten Zeit, wo ich drüber nachgedacht habe,
dass diese Autos mit 4 Noppenbreite gar nicht so schlecht wären, weil man dann den Maßstabskontrast besser herausarbeiten kann zu den hohen Gebäuden. Nur mal so ein bisschen Brainstorming von mir hier. Eine Sache, die allerdings jetzt noch bleibt, ist, dass das hier so ein bisschen komisch aussieht, wenn die Autos so komplett durch die Gegend driften. Heißt, ohne dass das Vorderrad einlenkt, das ist ja absolut unrealistisch. Ob wir jetzt mit 4 Noppen oder mit 6 Noppenbreiten Autos arbeiten, sei mal dahingestellt. Gerade hier, na, das passt einfach nicht. Jetzt haben wir schon mal ein bisschen weiterentwickelt. Das sei jetzt mal der erste Test. Es ist nur das Gerippe, also keine Sorge, da wird natürlich noch dran weitergearbeitet. Wenn wir das Ding hier mal drauf machen, ich habe jetzt hier so eine Technikkonstruktion rausgearbeitet. Ich glaube, man merkt, dass ich kein Technikmocker bin, aber mir geht es darum, dass hier vorne diese Räder einfach so ein bisschen einschlagen. Machen wir den mal weg, der stört jetzt gerade nur. Und damit, wenn hier jetzt eine Karosserie drüber ist, müsst ihr euch vorstellen, wären nur diese Räder vorne sichtbar, die dann jedes Mal einlenken, weil die jetzt halt von den Magneten jeweils in die richtige Richtung gezogen werden. Ist jetzt nichts super Kompliziertes, aber ich glaube, dieses Fahrgestell könnte das Ganze dann doch so rausarbeiten, dass das viel besser aussieht. Und was wir zum ersten Mal haben, ist vorne, ihr seht es, die Räder bewegen sich. Das war ja, wenn ich jetzt den nochmal zum Vergleich hier eben draufsetze, warte mal kurz auf den Magneten, der vorbeikommt. Die mussten ja immer so leicht in der Luft schweben und das sieht natürlich super, super komisch aus im Vergleich zu dem, wie der hier einlenkt. Das heißt, wenn das hier ist tatsächlich eine Möglichkeit, damit könnte man arbeiten, gerade auf 6 Noppen breiter, auf 4 Noppen müsste man mal schauen, ob das eine Möglichkeit wäre, daran zu tüfteln. Lasst mich jetzt mal unbedingt wissen, was euch für New York Mock besser gefällt. Also einmal 6 Noppen breite Autos, breite Straßen oder wie am Anfang 4 Noppen breite Autos, die kleineren Straßen. Und dann am Ende noch was ganz anderes. Ich habe jetzt, wie letztes Mal versprochen, nachdem ihr euch das gewünscht hattet, hier das Sägewerk bei Ideas eingereicht. Da steht im Moment noch dabei, awaiting approval. Ich halte euch am Laufenden, sobald das durchgehen sollte. Ich habe es jetzt halt nicht 3D gerendert, weshalb ich mal hoffe, dass die jetzt nicht irgendwie da rummeckern, weil da im Hintergrund noch irgendwie Landschaft zu sehen ist oder sowas an sich. Ich habe jetzt mal einfach die Bilder hier so hergenommen. Wenn das durchgeht und das Interesse da ist, dann kann ich nochmal ein 3D-Modell dazu machen, aber dazu habe ich im Moment keine Zeit. In echt existiert das Modell ja und ich glaube, es ist dann so abgekapselt, dass man das hoffentlich auch erkennen kann als eigenes Modell. So, nur dass ihr da Bescheid wisst, dass ich mich da selbstverständlich an mein Wort gehalten habe. Das wäre es dann fürs heutige Video. Als nächstes kommt dann ein Haul und danach ist es dann soweit und es kommt das große Vulkan-Special-Video. Bis dann braucht es aber noch ein bisschen. Also, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!